Krass. Yeah. Rede. Nicht. Fixierstuhl halt. Um Menschen zu fixieren. Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Aber ich doch gerade, der will sich draufsetzen, Alter. Wo bist du? Okay. Guck erst mal, ob hier noch irgendwo was ist. Wie groß ist das denn? Ja gut, das ist ein Krankenhaus, also. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Es ist aber wirklich, kommt auch viel einfach durch die Musik und durch den Sound und so, ne? Ich meine, es war ja nur eine verdammte Ratte gewesen. Was zur Hölle? Wow, wow, wow! Mit dem Zeug füttert er sie? Bärenfalle öffnen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Oh shit. Viel Seemarsch. Okay. Ihn
Ja, und jetzt kommt plötzlich doch nichts mehr. Der hat mir ja gar keinen Stress gehabt. Hey, na das wird ja hier immer besser. Ey, der Typ hat echt Eier. Ich meine, er kann immer noch Sprüche kloppen, ne? Es ist unglaublich. Ich könnte das nicht mehr, glaube ich, in der Situation. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Hast du keine einstecken? Ich muss gerade übelst an Outlast denken. Da braucht er auch immer Schlüsselkarten. Leuchtet mal. Leuchtet ganz hier. Halt, stopp. Achso, das sind mehrere Schränke. Versteck. Was haben wir denn hier? Totenschein. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord, Mordart der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. What? Durch Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Zusätzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Okay, also die Waffe waren Fingernägel. Der Angreifer hat Gedärme gefressen. Großes Kino. Na denn. Nächste Überraschungspaket. Oh, Scheiße, ist das krank? Wirklich krank. Ich dachte schon Zombie. Ein Zombie würde das ja alles ein bisschen auflockern, finde ich. Ist das die? Sehen wir mal. Alter. Ach stimmt, wir haben jetzt die Karte, ne? Wir können jetzt hier raus, Leute. Medizinisches Notfalletikett. Ey, ich will das noch nie. Na komm. Alter. Name Nicolas Bowen, Etikettdatum 24. Februar 1952. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Okay. So. Eintuierlich müssen wir jetzt die Tür aufbekommen. Ist auch noch was? Na, Plappermaul, wie läuft's? Alles klar? Ich warte ja nur, dass sich das jetzt nochmal bewegt. Schau mal. Okay, da ist irgendwie noch was erzählt.
Ich würde echt interessieren, was passiert wäre, wenn wir versucht hätten, die Bärenfalle zu lösen. Ich glaube irgendwie, dass das was Schlimmeres passiert wäre dann. Ganze Hand ab, oder? Kein Plan. Ah, Alter! Es ist jetzt gar kein Krankenhaus, sondern eher. Am Ende ist es einfach eine gute Nervenklinik, kann es auch sein, ja. Macht auch Sinn. Irgendwie beides. Ich erinnere trotzdem gerade sehr an Outlast. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ich dachte schon, der will anklopfen. Sag grad so. So, okay, wir können das mit Türen öffnen. Bestimmt. Das ist gut. Alter. Was? Was muss ich machen? Okay. Okay. Ganz brav. Ganz brav. Okay, ich hab's verkackt und deswegen ist alles cool. Jetzt mal was. Laut dem Totem geht. Braver Junge. Genau. Ruhig. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streicheleinheiten mag doch jeder, was? Mhm. Ja. Ich sag mal so, hätte ich das mit dem Totem nicht gesehen, hätte ich den, glaube ich, nicht versucht zu streicheln. Ich weiß es nicht. Kann sich sagen.
ist ein Knochen drin. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du noch mehr mitnehmen als ein? Nicht so weit. Okay. Raushauen. Das war laut. Eigentlich war das ziemlich dumm, weil es war wirklich sehr laut. Sind denn die ganzen Wölfe noch in diesem Hauptraum? Wo wir ganz am Anfang waren, wo wir reingekommen sind, oder? Jetzt geht's hier noch eine Treppe hoch. Aber so langsam muss ich sagen, ich finde den Mike doch ganz, ganz okay jetzt plötzlich. Davor hatte ich den ja ganz anders eingeordnet. Natürlich, so. Okay. Oh. Das war dumm. Nein! Shit. Wirklich ein bisschen bizarr.